Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Kraftbox von Glashaus. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Kraft von Glashaus, das Ganze aus dem Jahr 2017. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Pop. Jawohl, es ist das fünfte Album von Glashaus. Wir haben hier eine weiße Box. Und bevor wir die Folie abnehmen, haben wir hier noch einen Sticker oben rechts. Und zwar lesen wir hier, enthält signiertes Deluxe-Album mit zwei Bonustracks plus Instrumentals, 40-seitiges Fotobuch, Seesack, 5 Aufkleber und 5 Postkarten. Also der Boxinhalt hier auf diesem Sticker angegeben. Dann werden wir mal die Folie abmachen und dann schauen wir mal rein. So, einmal hier zum Einstechen. Wunderbar. Und so sieht die Box dann aus. Also wir haben hier in der Mitte einen goldenen, bronzefarbenen Rahmen. Dann lesen wir darunter Glashaus und dann haben wir hier sehr oft das Wort Kraft, immer so geteilt, und das Ganze wurde auch geprägt, also hier jeden einzelnen Buchstaben und auch diesen Rahmen hier kann man wirklich erfüllen. Das ist so ein Hochglanzdruck und etwas erhöht, etwas geprägt. Darüber lesen wir 3P Nummer 149, also die Katalognummer. Und das Ganze ist erschienen über das Label 3P, also Pelham Power Productions. Ansonsten hier rundum in weiß. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. 14 Tracks sind es geworden. Und dann haben wir hier noch die Beteiligten und einen Barcode. Gut, dann würde ich sagen, wir schauen mal rein. Das Ganze lässt sich hier aufklappen. Der Boxdeckel ist nicht abnehmbar. Als erstes haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Sticker. Dann haben wir das Album an sich, den Seesack, die 5 Postkarten, jawohl, 5 Stück an der Zahl, und das Fotobuch. So, die Box von innen weiß. Packen wir mal zur Seite. Und das Einzige, was hier eingeschweißt ist, ist das Album. Bedeutet, den Rest können wir derweil mal zur Seite packen. Gut, wir schauen uns das Album an. Auch hier haben wir wieder einen Sticker. Und zwar lesen wir hier, inklusive, fühlt sich wie Sterben an, Kraft und gegen den Strom. Also das sind so Singles, die hier mit dabei sind, mit denen man hier wirbt. Plastik schneiden wir auf und dann können wir hier die Folie abmachen. So, was wir jetzt sehen, sind tatsächlich die Unterschriften von den drei Beteiligten. Also wir haben hier dann die drei Unterschriften, einerseits von Moses Pelham, dann auf der anderen Seite die Schrift von Herrn Haas, glaube ich. Und zum dritten dann die von, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, Cassandra Steen, genau. Das sind die drei Menschen, die drei Köpfe hinter Glashaus. Dann auf der Rückseite die Tracklist, 14 Stück, die kennen wir schon vom Boxboden. Und hier auch wieder Beteiligte und Barcode. So, dann schauen wir mal hinein. Relativ ungewöhnlich auch, dass man hier das Album so signiert und dann auch in Folie packt. So, dann haben wir hier einmal ein Foto scheinbar hier von den Aufnahmen aus dem Studio. Das sind wie gesagt die drei Personen hinter Glashaus. In der Mitte das Booklet und links und rechts die beiden CDs. Wir kommen als erstes mal zum Booklet. Do you really wanna be free? Der erste Stein fehlt. Ich schaue nochmal ganz kurz. Okay, ja.
sind tatsächlich die einzelnen Tracks hier der Reihe nach mit den Lyrics. Also ich gehe mal davon aus, dass der erste Track eventuell ein Instrumental ist. Und dann hier, weil der erste Stein fehlt, haben wir dann die Lyrics mit dabei. So sieht das aus. Dann gibt es auch noch kleine Fotos. Das sieht mir aus nach Kopfhörern. Also bedeutet, wir haben hier einerseits immer die Lyrics zu dem jeweiligen Track und dann auch noch ein Foto, das so passend ausgewählt wurde zu dem Titel. So, genau. Zum Abschluss gibt es ja noch die Credits. Also, wie gesagt, das hier die drei Hauptdarsteller des Albums: Moses Pelham, Cassandra Steen und Martin Haas. Weitere Credits. Und zum Abschluss gibt es dann noch die Beteiligten, also die Labels, die Logos. Was haben wir hier in der Mitte? Was ich mit allen diesen Betrachtungen und Gedanken in deutscher Sprache zu dieser Zeit will: Kraft erwecken. Indessen erhalte ich durch diese Gedanken meine Kraft, wach und mutig. Ich schreibe hier also nur Bündnisse mit meinem eigenen Geiste nieder und er selbst drückt den Talisman auf. Friedrich Maximilian Klinger. Also, das ist ein Zitat, das man hier verewigt hat. Sehr schön. Dann kommen wir zur Album-CD. Die ist hier links. Sieht so aus. Also in dem Design wie auch schon das Cover. Dahinter wieder Kraft und Glashaus. Und auf der rechten Seite sind dann die Instrumentals. Etwas abgewandeltes Design der CD. Und hier gibt es ja noch eine Mickey Mouse, mehr oder weniger. Einen Kopf. So, dann packen wir das zur Seite. Das ist das Digipack mit den drei Unterschriften in Gold. Dann haben wir als nächstes hier diesen Seesack. Es ist so ein großer Stoffsack in der Farbe, ja, in so einem hellen Beige. Und hier haben wir das Artwork des Albums, des Covers eigentlich drauf, genau. Also ohne die Unterschrift natürlich, aber ansonsten hier von der Gestaltung genau das hier aufgedruckt. Auf der Rückseite sieht das Ganze so aus, also blank, hier ist kein weiterer Aufdruck. Und wie man es dann von so einem Seesack kennt, haben wir hier unten dann entsprechend das Seil hier durchgeführt und hier oben dann im Bund kann man das Ganze dann zusammenziehen und dann über die Schulter hängen. Und wir haben, wir schauen mal ganz kurz, ob wir irgendwo einen Zettel finden. Nein, okay, sieht nicht so aus. Also Material oder Herstellung kann ich hier, doch, hier oben versteckt. So, was lesen wir hier? Confidence in Textiles, 100% Baumwolle, okay. Und das Ganze ist L-Shop, was steht hier? L-Shop Team GmbH Dortmund, Germany. Gut, Grüße gehen raus, dann drehen wir den wieder richtig und kommen zum nächsten, beziehungsweise zu den nächsten Boxinhalten. Und zwar haben wir hier weiters, packen wir mal zur Seite, neben diesem Sticker auch noch vier weitere. Also der ist wirklich nur einmal drin, ein Moses Pelham Sticker hier in schwarz und weiß kreisförmig. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4 mal diesen hier, Glashaus Kraftsticker hier, also das Cover nochmal quadratisch hier als Sticker, bedeutet insgesamt 5 Sticker. Ebenfalls 5 Stück haben wir hiervon, Postkarten, einmal hier im Cover Design, dann hier, fühlt sich wie Sterben an, wenn du gehst, das ist eine Kraft, sie will rebellieren, du bist mein Freund, der erste Stein fehlt und aus der Lücke, wo er war, strahlt Licht. Also sind so Zitate bzw. Tracktitel des Albums. Und das Ganze ist im Postkartendesign, bedeutet auf der Rückseite entsprechend mit so einem Layout, dass man das auch wirklich dann beschriften und verschicken kann, wenn man möchte. 5 Stück. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch dieses Buch. So sieht das von der Seite aus, Glashauskraft Fotobuch.
gibt es tatsächlich auch wirklich nur in dieser Box zu kaufen und nicht irgendwie einzeln oder separat. So, wir haben hier ein Vorwort von Markus Onuru. Kann man sich natürlich kurz durchlesen. Das Video einfach anhalten. Und dann haben wir hier die einzelnen Seiten mit Fotos, so zum Album-Entstehungsprozess. Ja, also hier in Schwarz-Weiß kann man nochmal sehen, wie die drei im Studio waren, wie hier alles produziert wurde, eingesungen wurde. Teilweise auch Farbfotos dabei. Das ist mal ein mächtiges Zimmer. Also hier eine dicke Sammlung an Musik. Respekt dafür. So, was gibt es hier noch? Weitere Fotos. Ja. Also, kein Text, sondern es sind tatsächlich hier nur Fotos. Am Anfang, klar, hatten wir diese kurze Einleitung, diese Widmung. Aber ansonsten hier alles mit Fotos. Und wir haben hier dann zum Abschluss noch ein doppelseitiges Foto hier von Cassandra Steen. Und das war's. Ja, also zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal das eben gezeigte Fotobuch. Ich glaube 40 Seiten waren das. Oder ich glaube es stand hier auf der Box drauf. Nein, aber auf dem Sticker, Moment, wo haben wir ihn? Genau hier. Genau, hier steht es. 40-seitiges Fotobuch, nicht, dass ich jetzt einen Blödsinn erzähle. 40 Seiten. Dann haben wir die Postkarten, 5 Stück an der Zahl, im Querformat. Dann die 5 Sticker, 4 davon diese Cover-Sticker und ein Moses Pelham-Sticker, kreisförmig. Der Seesack ist natürlich auch mit dabei, hier in beige. Und natürlich das Album an sich, Kraft von Glashaus, das kommt hier in ein Digipack, inklusive Album, Instrumentals und allen drei Originalunterschriften der Bandmitglieder. Ja, einen Inhalt gibt es noch, den kann ich euch leider nicht zeigen, weil ich ihn nicht erwischt habe. Und zwar gab es in 3 Boxen der Gesamtauflage die Chance auf eine sogenannte Moses Maus, nannte sich das. Und zwar war da so handgezeichnet und unterschrieben, so eine kleine Maus von Moses Pelham mit dabei. Und mit dieser hatte man dann ein exklusives Meet and Greet gewonnen. Da konnte man dann nach Frankfurt fahren und einen Tag mit den dreien verbringen, meines Wissens, und auch irgendwie essen gehen oder so. Und ja, wie gesagt, kann ich euch nicht zeigen, da in meiner Box das Ganze nicht drin war. Gut, das alles in dieser wunderbaren Box Kraft von Glashaus. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kraft bzw. Glashaus unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.